das Semis. Oha. Dr. Mario gegen Dacken. Ja, warum nicht? Kann man mal machen. Kann man ja machen. Kann man machen. Oh, da kommt gleich auch direkt ein F-Smash und eine Fair hinterher. Und noch eine Fair mit dem Sour. Aha. Ziemlich even bis jetzt auf jeden Fall. Und Dr. Mario hätte ich jetzt zwar nicht so gerechnet, aber okay, warum nicht? Kann man ja machen. Ah. So, jetzt nehme ich hier ein bisschen Dosenplay. Dr. Mario ist immer sehr schwer gegen anzukommen. Oh, Fair hätte fast getroffen. Backhand geht auf die Dose, auf die Plattform zurück. Meist nicht raus. Ein Cowboy. Oh, so ein Upsmash von Mario würde es auch schon tun. Backhand dagegen hat ein bisschen Probleme, ihn jetzt zu killen. Außer er gimmt ihn jetzt. Das war okay. Oh, okay, gute Entscheidung auf jeden Fall. Er wollte die Dose echt wegfausten. Wow, und die Abi. Ah, yeah! Oh, wow, die Nair hat es geregelt. Da kann mit 40% zurück. Aber ein paar Dosen und dann ist das auch wieder hier geregelt. So, wie wird Cobra sich anstellen, um durch diese Dosen-Frisbee-Gunman-Mauer durchzukommen? Das ist hier die Frage. Chachumacho-Technik. Aber ein bisschen an. Wow, F-Smash zu Dose. Das habe ich auch noch nie gesehen. Yeah. Er hat ihn aber mies den Kopf kaputt gemacht. Wird er rankommen? Er kommt noch an. Sehr spannende Situation hier. Dr. Mario mit 139%. Rage auf jeden Fall full. Fast full. Aber das paar Dosen überlebt er noch. Gar kein Problem für den schönen fetten Doc. Ganz easy. Wogegen da kann schon bei einer Duo. Bei einer Abi oder beim Upsmash schon könnte er auf jeden Fall sterben. Und die Abi hat es geregelt. Alles gut. Skim. Bleibt Cobra bei Dr. Mario oder würde sich hier umentscheiden auf Yoshi oder Cloud? Und er bleibt bei Cloud. Cloud. Thank you.
zweites Match hier zwischen Cobra und Bike Cell. Ja. Und es geht ja los. Die Dose wird rausgehauen, Limit wird aufgeladen. Da sind wir sehr gespannt hier, wer wie vorankommen wird. Das wird es noch nicht gewesen sein, aber Damage auf jeden Fall. Sehr even hier, even game. Da wäre die Fair fast rausgehauen worden, aber da kann es kaum früher raus. Eine Dose wird rausgehauen, ballert hier. Yeah. Oh, und diese Schrummelauf, ne? Das hat er jetzt schon die falsche Seite geballert, den Cross Slash. Wird Beißer das irgendwie ausnutzen können, den Cloud ohne Limit zu besiegen. Ein Grab ihn, wirft eine Dose. Was ist denn hier los? Da wurde einfach weggehauen. Cloud mit Rage. Zweimal Dash Attack. Warum nicht? Oh wow, Damage. Gesunder Damage auf jeden Fall. Wow, er geht einfach offstage. Das wird nicht gepunished. Aber auch schwer, weil er gerade in der Edge war. Aber jetzt die Dose. Wieder was? Wow! Das hat echt getroffen. Heftig. Und er grabbt ihn. Kriegt ihn aber leider nicht offstage mit der Dash Attack. Power Muck auf jeden Fall. Das sieht nicht gut aus für den Duckhand. Mit 96%. Oh, Dash Attack, die hätte es schon gewesen sein können. Aber die Dose tradet zum Glück. Na, jetzt die Frage, wie kommt der Cobra hier mit seinem Cloud durch die Mauer, um das hier zu beenden? Oder schafft es Duckhand Duo Aka Baiko? Wow. Der Gunman hat keinen Bock auf sein Schwertgeschwinge, also ballert ihn einfach in den Kopf. Und Duckhand bringt sich einfach um, weil er Bock hat, sich umzubringen. 1-1. Beide gehen auf Battlefield, das dritte Match. Jetzt wird es hier nochmal richtig spannend hier im dritten Game hier. Thank you.
Oh, beide offstage. Da musste er sein Limit leider einsetzen. Aber guck mal, was Byron hier macht mit seinem Dosenplay. Sickest Dosenplay. Und wie kommt Cobra wieder da durch? Das ist hier die Frage aller Fragen. Und die Abi. Wow, der Air Dodge einfach on stage rauf. Kommt er noch ran? Nein. True Combo. Oh. Oh. 40% ganz schnell auf jeden. Und es geht noch weiter. Die Frage ist nur hier, wie macht Cobra sein Comeback hier? Wird er ihn jetzt. Oh. Auf jeden Fall ein sicker Read. Ah, die Dose hat alles geklärt. Oh, die Backer. Die trifft auch nach dem 20. Mal hintereinander. Oh. Wow. Er wollte den, glaube ich, wieder extra Damage machen, aber da ist er heftig rüber gejumpt. Wie das beim Hund so halt ist. Die jumpen ja gerne mal. Okay. Oh, der Gunman schießt einfach mal die Dose ab. So, dass Cloud sich nicht mehr an die Edge ranhängen kann. So, jetzt die Frage, wie killt Duckhand Cloud? Wird ihn mit einer Dose irgendwie umbringen oder mit einem, weiß ich nicht, mit einer Nair? Oh. Aber jetzt ist Cobras Part. Oh, oh, schnelles Damage, ey, wow. Das war einfach mal weggeblastet. Und weggewindet. Au, pum, 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 pum. Oh, wow. Oh, hi. 2-1 für Duckhand. Wow, ist gut, ist gut. Und wo gehen wir hin? Ich glaube, wir gehen auf Dreamland oder auch nicht. Battlefield. Da waren wir eben schon. Da gehen wir nochmal rauf. Auf jeden Fall. 2-1 Duckhand. Duo vs. Cobra. Biker vs. Cobra. Hier, wie es ausgehen wird mit Yoshi.
Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus für den Duck Hunt. Und der Ausmash, der ist noch nicht gewesen. Ja. Oh, kein Jump mehr. Warum auch immer. Ich hab den irgendwie rausbekommen. Wow. Auf jeden Fall spannend hier für Joshi. Duckhunt tradet gerade heftig mit seinen Dosen. Hauptsache, er bekommt irgendwie noch Prozente, bevor oder wenn er überhaupt seinen Stock noch verlieren sollte. Da muss sich Cobras ganz heftiges einfallen lassen. Da ist der Hund ein bisschen zu klein gewesen. Den muss man schon echt perfekt treffen. Da kann Tanz dann ein bisschen in der Edge herum. Und ne, da ist eine Back Air. Springt direkt in die Dose rein. Wow. Noch eine Dose. Und da fliegt schon die nächste. Die trifft aber nicht. Ging nur ganz gesund aufs Shield. Okay. Gucken, ob er irgendwie... Wow. 3-1.